Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Wir bleiben mal noch bei Sergio Perez. Da hat ja Helmut Marko jetzt nicht gerade die nettesten Worte im Interview nach zu ihm verwendet, vielmehr. Platz 11 ist es geworden für ihn, ist also in Q2 vorzeitig ausgeschieden. Da sehen wir auch die Bilder, saß noch drin, weil er vielleicht gehofft hat, dass da noch eine Zeit gestrichen wird und er dann doch noch irgendwie in die Top 10 reinrutscht, dem war aber nicht so. Er hat sich zunächst ja auch beklagt, dass irgendwie Kevin Magnussen ihn blockiert haben soll, also quasi er dann so ein paar Zehntel verloren hat. Aber Fakt ist ja letztlich auch, dass, wenn man mal alle Bestzeiten zusammennimmt, eigentlich 8 Zehntel Perez aktuell Rückstand hat auf Verstappen. Und Helmut Marko hat auch, um ihn mal zu zitieren, Perez ist viel zu weit weg von Verstappen, scheint schon ins Sommerloch gefallen zu sein. Auch irgendwie etwas härtere Aussagen, Norbert, oder? Ja gut, ich kenne den Helmut gut und wenn der nicht bei Red Bull wäre, wäre er sicherlich beim diplomatischen Korps in Brüssel beschäftigt. Weil der spricht immer aus, was er denkt und er lobt dann auch und ich kann das auf der einen Seite verstehen. Ich glaube aber, dass der Perez ein sehr sensibler Bursche ist und ich glaube nicht, dass er das Autofahren verlernt hat. Ich denke, dass er wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Abstimmungsweg gehen könnte und ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn der sein Auto so für sich auf den Punkt bringt, dann ist er auch fähig, mit dem Verstappen um die Wette zu fahren, zumindest bei einer Qualifikationsrunde, was er schon gezeigt hat. Und offensichtlich ist jetzt eine gewisse Verunsicherung da. Und es gibt ja da auch immer einen Trend. Das kennen wir vom Schreiben, vom Sprechen, von allem. Wenn du mit dir selbst nicht zufrieden bist und mit dir selbst dann auch hart ins Gericht gehst, was übrigens ein guter Weg ist, normalerweise, um besser zu werden, ohne zu sagen, immer sind die anderen schuld. Aber ich glaube, es ist halt, Erfolg kommt zu Erfolg. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe mein Auto im Griff und ich kann das, dann das hatten wir bei Valtteri Bottas gesehen, wenn du den Maßstab Hamilton im Team hast, das ist die schwierigste Aufgabe. Und wenn du den Maßstab Verstappen im Team hast, dann ist das auch die schwierigste Aufgabe. Und heute, um das auch die Ironie noch zu beschreiben, heute wäre eine sehr gute Gelegenheit gewesen, weit vor dem Verstappen zu starten. Und da hat es eben auch nicht geklappt, ins Q3 zu kommen, was normalerweise für ein Red Bull gesetzt sein muss. Aber ich bin kein Kritiker von Perez, sondern ich sage, der muss sich seine Dinge so abstimmungstechnisch hinlegen, und dann kann der performen. Und wenn das nicht der Fall ist, hat er offensichtlich ein bisschen ein Handicap. Und deshalb die Kritik vom Helmut Marko, die war sicherlich nicht so gemeint, aber der hat halt Klartext gesprochen und wollte da vielleicht auch ein bisschen eine gewisse Ironie reinbringen. Und das kann man absolut verstehen. Heißt aber dann in der Konsequenz, wenn man mal guckt, den Sieg von Sergio Perez in Monaco, dass es ja danach bergab ging. Heißt, dass er nach Monaco einfach nicht mehr die richtige Abstimmung gefunden hat? Ja, vielleicht war das so. Vielleicht gibt es ein Upgrade, was ihm weniger entspricht. Aber da kann es viele, viele Gründe geben. Den Grund, er hat das Autofahren verlernt, den kann es, glaube ich, nicht geben. Dann vielleicht mal noch eine Frage. Was muss jetzt Perez tun, um aus dieser, nennen wir es mal, Mini-Krise wieder rauszukommen? Das, was Sinn und Zweck der Formel 1 ist und des Formel 1-Fahrers, performen, Leistung zeigen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, leichter gesagt als getan. Die Luft mit einem Teamkollegen Verstappen ist sehr, sehr dünn. Und wenn wir sehen, dass der Russell das mit dem Teamkollegen Hamilton bisher sehr, sehr gut meistert. Aber auch da muss man sagen, dass der Lewis natürlich alles andere als zweite Wahl hinter dem Russell ist. Er hat jetzt sehr viel Stärke und Performance gezeigt. Aber das muss die Aufgabe des zweiten Fahrers sein. Es ist nicht lange her, wo wir hier auch mal bei einer Diskussion darüber gesprochen haben, dass Perez Weltmeisterambitionen hat, wie wird es in dem Team geregelt, wenn der Perez vor dem Verstappen fährt. Ich glaube, die Frage stellt man sich im Moment nicht. Aber er muss eine
eine gute zweite Absicherung sein. Und das hat heute zumindest für Red Bull nicht geklappt. Aber auch da, wir sind alle keine Weissager, aber wir haben es zumindest in solchen Gesprächen schon gesagt, lasst den Verstappen einmal 0 Punkte machen und den Leclerc voll punkten. 25 plus schnellste Runde. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber irgendwo sind es wie viele Punkte? 46 Abstand oder was? Dann sind schon 26 weg, dann fehlen noch 20. Also es ist noch lange nicht offen, wenn man noch 10 Gelegenheiten hat. Und je weniger Gelegenheiten man hat zum Aufholen, je schwieriger wird es dann. Aber schauen wir mal, wie sich das morgen entwickelt vom Start her, von der Ausgangslage sollten die Ferraris eine bessere Chance haben wie Red Bull. Aber dann erinnere ich wieder an gestern. Gestern hat Mercedes keine Chance gehabt, heute sind sie Red Bull. Also, und das macht den Sport begehrenswert und interessant. Und ich glaube auch, ich habe es im Fernsehen gesehen, Ungarn war immer ein sehr gut ordentlich besuchter Grand Prix. Aber so wie heute habe ich das nicht in Erinnerung. Da war voll Haus. Und die Formel 1, egal wo die gastiert, also Le Castellet voll zu haben, ist ja, also entweder Le Castellet oder voll, beides geht eigentlich nicht als Rennen. Und da ging's. Und in Ungarn war besser besucht, aber heute war knackevoll. Jedes einzelne Rennen ist voll, da ist ein Run. Und das Produkt, was geboten wird, das ist einfach auch so, dass man sagen kann, auch als Kenner, wer hätte als Kenner gestern getippt, Mercedes heute auf Pole? Also wenn wir gestern so ein Gespräch gehabt hätten und ich hätte gesagt, ich glaube an Mercedes, vielleicht machen die Pole, da wären vielleicht die ersten Zuschauer schon abgesprungen und hätten gesagt, das singt doch eh immer nur das Mercedes-Lied. Aber ich will daran erinnern, dass ich gesagt habe, mach die Rechnung nicht ohne Wirt und der Wirt ist Mercedes. Aber Punkte gibt es natürlich trotzdem. Ich glaube, der Christian Horner, der Helmut Marko und der Binotto, Matteo Binotto, die würden dem nicht widersprechen, dieser Feststellung. Also, die, keine Ahnung, ob die das gebrochen kriegen, aber dass die Überraschung schaffen und nicht aufgeben und nicht die Flinte ins Korn werfen und ordentlich damit umgehen, eine gute Stimmung im Team haben, das ist zumindest à la Bonheur und sehr sternwürdig, und das darf man auch mal sagen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.